Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Akras 3 ETC-Projekt hier mit der lieben Jenny. Hallo und hallo, meine lieben Freunde, willkommen! Und natürlich ist dabei der liebe Salens. Hallöchen! So, also, ich habe echt da keine Ahnung mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Das letzte Mal habe ich nachgeschaut, ob ich alle zusammenkriege, damit ich die Quest abgeben kann bei mir. Stimmt. Nee. Ich müsste es eigentlich zusammen haben. Sicherheitshalber, ich mach das mal kurz. Genau, ich wollte jetzt auch mal ein paar Quests abgeben. Und zwar 64 Soul Sand können wir abgeben. Was? Ja, ich muss das, was ich hier habe, nochmal durch den... Okay. Ich muss das Silk Tofu nochmal durchhaben, damit ich da Frame Tofu rausbekomme. Ich brauche 100 Frame Tofu. Firmed wegen mir, framed oder firmed. Ist mir egal. Auf jeden Fall... was ich dann noch gesehen habe, wir müssen ja eine Quest noch abgeben, nämlich die haben wir schon gemacht. Diese Breakfast haben wir schon hergestellt und wir müssen dann nochmal 100 abgeben. Da dachte ich mir, wie machen wir das? Und dann auf einmal habe ich gesehen, ach ja, wir haben hier doch noch zwei Stacks. Also, gehe ich jetzt hin, mach den hier. Menno, haben wir das. Du, ich nehme den rechten, der linken Reward back, okay? Von welcher Quest redest du jetzt? Von der Most Impotent Meal. Den rechten nimmst du? Ja, ich nehme den rechten. Was für einen hast du? Linken. Welchen hast du? Ich hab den linken und ich hab ein Epic. Ha, ich nehme den rechten. Auch ein Epic. Ja, okay, dann ist egal. Das. Acht Aura Notes, geil! Ich hab einen Jetpack bekommen! Einen goldenen! Was ist das für einer? Das sieht komisch aus. Vor unserem, glaube ich, ja. Nee, der sieht anders aus, viel anders als. Guck mal, der da hier. Schmeiß das Ding mal raus. Ja? Nein, nicht anziehen. Schmeiß das Ding weg. Das Ding schießt dich hoch und lässt dich sterben. Das ist das Ding, nee, was Mike hatte. Echt? Ja. So, auf jeden Fall. Notes. Flying Potato. Okay, ja, okay, ja. Alles klar. Wir können das Eis abgeben, die 10.000. Wir können das Holz abgeben. Holz und das Eis. Zwei Exportbusse, bitte zwei Basic. So. Keine Basic, die anderen. Wo stelle ich denn die mal auf? Ja. Ich brauche da einen Anschluss ans ME-System. Wo stelle ich denn die jetzt vernünftig mal auf? No. So. Als erstes, wir haben das Eis halt. Eis haben wir jetzt mehr als 10.000. Jupp. Brauchst du Eis noch später irgendwo für? Nee, du hast oben selbst eine Eismaschine, oder? Ja, ich habe eine Eismaschine oben. Ja, dann kann ich die hier abreißen. Bisschen weniger Leck. So. Dann möchte ich auch gerne dieses Ding, dieses Gerippe hier mal abreißen. So geht's natürlich auch. Warum wird das jetzt nicht eingesaugt? Ah, jetzt. So. Hast du schon eine Quest abgegeben? Nee, ich bin jetzt gerade bei, das alles vorzubereiten, aber ich räume mir gerade noch mal ein bisschen auf. Okay, aber ich kann noch andere claimen, und zwar erstmal den hier und dann das mit dem Nether. So, dann brauchen wir hier ein neues ME-Kabel. Übrigens, ich habe unten die Links abgekapselt. Wollte ich ja nicht sagen, aber ich bin wieder hochgegangen, so. Die Siebanlage habe ich hier abgekapselt. Das hat den einfachen Grund, dass wir jetzt das Dust nicht verarbeiten und das ME-System ansonsten volllaufen würde. Deswegen habe ich das jetzt einfach komplett so abgekapselt. So, den Kram hier nochmal wegreißen. Ja, und nur so im Vormerande. Wir haben jetzt angefangen wieder mit Direwolf. Also, ja! Weiterzumachen, richtig. Wir haben gestern einen Haufen aufgenommen für ein paar Wochen. Und falls ihr mal Interesse habt, schaut einfach bei uns vorbei. Ja, und da machen wir auch ein Team und da ist klar. Werbung, ich hab Stufen bekommen. Werbung. Ich hab Stufen bekommen, lila Stufen. So, kommst du mal mit?
Jo, ich bin da. Weil ich habe jetzt mal eben einmal eine neue Sache. Ah, nee, da wollte ich gar nicht hin. Hier ist es. So. Und zwar, es sieht jetzt zwar nicht ganz so schön aus, wir müssen uns hier nochmal irgendwie was anderes überlegen für. Mach einfach die Tür zu fertig, sieht keiner. Welche Türen? So, und danke. Zwar, wenn du jetzt nämlich mal auf das Eisberg gehst, unter For the Hoarding. Welche? For the Hoarding, ja. Die Eisquest oder die Holzquest, welche auch immer du möchtest von beiden. Welche nimmst du? Gut, da kannst du einmal unter Select Task gehen. Ja. So, das sollte jetzt ausgegraut sein. Ja. Und wenn du jetzt hier zum linken QDS gehst, also Quest Delivery System, und Rechtsklick drauf machst, mit dem Buch am besten, zack, ist es nämlich auf die Quest gelinkt. Okay. So, das heißt, in einen müssen wir jetzt Holz reinpumpen und in den anderen Eis. Der einzige Nachteil ist, er pumpt es endlos rein. Das heißt, wenn wir jetzt das so machen, wenn wir jetzt uns die Quests mal ansehen, sehen wir, der Kram steigt. Zumindest Eis steigt relativ schnell. Ja, und Wood auch. Wir sind jetzt bei 2000 bei Wood. Ja, okay, 2500 jetzt auch bei Eis. So, das heißt, wir müssen da aufpassen, dass wir das am besten nicht dauerhaft laufen lassen jetzt. Einzige Ausnahme ist, ich würde sagen, wir schmeißen das Eis komplett alles raus, oder? Bei 17.000 Eis, das brauchen wir nicht wieder. Und wenn doch, dann lass oben... es doch. Na gut. So. Du kennst mich. Ja, dann haben wir die beiden Quests nämlich. Sind das 10.000 oder nur 100.000, oder? 100.000, oder? Ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir die nächste Quest auch direkt gleich mit abgeben lassen? Ja, würde ich auch gleich machen. Wenn wir eh schon dabei sind. Dann brauchen wir ein Quest Delivery System wieder. So, craftet man so, normalerweise bekommt man das halt. Dann brauchen wir noch wieder einen Exportbus. Hauptsache das Einzige, was mein PC gerade macht. Er spürt total aufpushen und jetzt... weißt du? Ach, okay, hätte ich gar nicht gebraucht. Oh, Soul Sand kann ich auch abgeben. Ja, und Eis auch. Ist auch gerade fertig geworden. Ach, da waren nur 1000. Boah, ich habe eine 64K Festplatte, geil. Ich habe auch ein Epic jetzt bekommen. Ja, apropos 64. Oh, ich hab Bienen! Ja. Ich habe alle Bienen 16 Mal. Cool, das ist echt cool. Okay. Wo bist du? Die ganzen Hives, oder? Ja, alle. Aber die bitte nicht aufstellen. Pack die einfach ins ME-System rein. Alle? Ja. Alter! Kenne ich noch aus Akras, da habe ich die ja gefarmt. Weißt so, du? Auf jeden Fall aus das Akras. Eis. Sag da ja, Wolf, Mann, Akras. Ja. Holz ist immer noch nicht fertig. Wir könnten es ein bisschen beschleunigen, aber brauchen wir eigentlich nicht. So, dann haben wir hier Quadrupel Compressed Dirt, welches wir fertig haben. Auch wieder? Ach du Scheiße. Ja, ich bringe ihm die Rezepte aber gleich bei. Welche Quest haben wir fertig? Ah, nee, gar nicht wahr. Jenny, komm runter. Ja, ich bin da. Im Keller. Du bringst ihm jetzt die Rezepte für Quadruple Compressed Dirt bei. Ich? Ja, bitte dann auf Seite 2 von dem ME Molecular Sample Chamber oder wie was mache ich das? Hier unten reingucken, immer noch. Ja. So, dann gibst du an der Seite in Not Enough Items einfach Dirt ein. Ja, leck. Dirt. Ja. Ja. So, da hast du jetzt Compressed Dirt. Da lässt du dir das Rezept ganz normal anzeigen. Compressed Dirt, ja. Okay. Ja, so, dann hast du oben ja dieses aus 3x3 Dirt, also aus 9 Dirt ein Compressed Dirt und das Fragezeichen. Ja. Jetzt machst du Shift-Linksklick aufs Fragezeichen. Ja. So, und jetzt siehst du, hast das Fragezeichen drin. Auf Encode gehen. Hm? So, und du hast Compressed Dirt. Das gleiche machst du jetzt noch mit Double, mit Triple und mit Quadruple Dirt. Und soll ich das raus in Code? Ja, das Ding musst du rausnehmen. Das ist jetzt das Rezept. Und die packst du dann bitte in den großen Kasten gleich rein. Genau, das wollte ich jetzt hier auch noch wegnehmen. Hier kommt jetzt nämlich auch was anderes gleich hin. Boah, ich bin aber heute am Umräumen. Zack, zack, zack. Jetzt einfach jetzt reingeben, oder wie? Ja, aber bitte an der richtigen Stelle, auf Seite 2. Genau. Compressed, Double, Triple und Quadruple. So, und jetzt können wir es craften lassen.
Okay. Das heißt, ich kann jetzt das Ganze auch für mich machen, jetzt eingeben. Ja, du kannst für dich auch deine Rezepte eingeben, aber bitte halt die Rezepte, die du brauchst, dann auf eine eigene Seite. Ich nehme auf Seite 4. Seite 4? Okay. Ja. Oh Gott, wie heißt das Modpack jetzt nochmal? Agrarian Skies? Nein, nicht das Pack, wo sich, Du meinst wahrscheinlich den Mod, oder? Ja. Pam's Harvest. Ach, da steht's doch! Craft. Was? Pam's Harvest Craft. So, ich möchte jetzt gerne einen Lava Fabricator bauen. So, ein paar ME-Kabel wieder. Rest kann alles wieder rein. Ah, ich brauche noch ein Tesseract wahrscheinlich. Ja. So. Weil dann lasse ich jetzt nämlich mal einfach Lava über einen Lava Fabricator herstellen. Achso, Toast kann ich gar nicht herstellen lassen. Nee, also nur die rein Craft-Sachen kannst du da reinmachen. Alles, was du mit einer Maschine machen musst, ist extra. Das zeige ich dir gleich, wenn du das mal brauchst. Scheiße. Oder brauchst du das gerade? Nee, zum Beispiel will ich jetzt Spaghetti machen, weißt du? Ja. Dazu brauche ich ja Teig. Und für den Teig brauche ich Wasser, Salz und dieses Flor, dieses, was du halt aus dem Mehl und so bekommst. Mehl halt, weißt du? Ja. Und dazu brauche ich, um das zusammenfügen, brauche ich jetzt einen Mixel-Bottle. Also ein Mixing-Bottle, weißt du? So halb weiß ich, was du meinst, ja. Das mixt zusammen in so ein Rührgerät, weißt du? Craftest du damit? Ja, das musst du einfach nur dann damit haben. Receiving Energy, das Ding sollte jetzt relativ schnell Lava produzieren, ja. So. Okay, das Ding... Cool. So, einen Moment, ich helfe dir gleich, okay? Ja, gleich. Nur mit der Ruhe. So, ach, die zweite Festplatte mit Sludge ist mittlerweile auch voll. So, also, soll ich dir jetzt helfen? Mensch, lass mich hier hoch. So, ich bin da. Wir haben einen Stack Herzen. Also, da kann jemand ganz oft sterben. Nein, tust du nicht. So. Na, jetzt zum Beispiel ganz kurz die Quest. Schauen wir mal die Quest an. Ich muss jetzt als nächstes, muss ich halt definitiv Ding abgeben. Zum Beispiel 10.000 Toasts. Gut, dann machen wir es einfach mal mit einem Toast. Dann zeige ich dir das damit. So. Ein Tipp, mach das Rezept über einen Teig. Nicht über ganz normal diese drei Weizen. Ist schon dafürs Weizen. Brauchen wir nicht ganz so viel Weizen. Weiß ich. Dazu müssen wir ja die ganze Anlage da hinten erstmal umstellen, weil wir haben hinten stackweise, wir haben 100 Stacks oder so an Weizen oder so. Ja, wir müssen das mit dem ME-System mal verbinden oder so. Ja. Freshwater können wir craften lassen schon. Ja. Das könnte ich dir jetzt noch erklären, aber willst du das erklären oder wir haben oder nicht? Wie das geht? Ja. Gut. Hier oben haben wir einmal ein Fluid Crafting Chamber. Ja. Da haben wir eingestellt mit... Oder warte, ich zeig's hier unten einfach mal drin. So. Aus einem Wasser bringen wir 4 Fresh Water raus. Hm? So. Wenn wir das jetzt nämlich... Normalerweise müssten wir dann ihm irgendwie beibringen, wie er wie er Water Bucket kriegt. In dem Fluid-Ding braucht er die Fresh Water nicht, sondern nimmt einfach von den Festplatten den einen Bucket-Eimer, so gesehen. So. Das heißt ja mit Fresh Water. Was brauchst du noch für Teig? Salz. So, Salt haben wir den auch schon beigebracht. Salz ist ein normales Crafting-Rezept. Das kannst du ja ganz normal craften. So, dann bräuchten wir noch Mehl, richtig? Dieses Barley Mehl oder Flour. Ganz normales Mehl. So, ja, gehst du auch wieder hin, musst halt warten, bis du das richtige kriegst. Kannst ja durchklicken, wenn du willst. Ich weiß halt, welches das ist. Und zwar das ist das. Das ist auch wieder ein ganz normales Crafting-Rezept. Also dann auf einen Code gehen. Genau. Den Mortar hat er hier nicht drin, das heißt, den Mortar müssen wir einmal nochmal wieder bauen. Das mache ich mal eben schnell. Da kann ich das auch in Fluid reintun oder muss ich das unten? Ist das ein Rezept, wo er Flüssigkeit benötigt? Nein. Dann musst du es unten reinpacken. Mach es am besten gleich, wenn du alle Rezepte hast. Und pack dann auch bitte Salz gleich um. Salz ist auch noch auf einer anderen Seite. So, was brauchst du noch?
Das war's eigentlich, oder? Das war's, ja. Ah, verdammt. Da habe ich das Falsche reingepackt. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Salz. Haben wir noch 192 von. Wir brauchen ein... Weil du musst ja halt das Richtige reinspeichern jetzt. Ja. Und das Letzte war... Flor. Mehl, Freshwater und Salz. Ja, wir brauchen noch ein Flor. Ich glaube, ich habe oben noch welche, warte. Ja, ich habe jetzt schon eins gemacht, komm her. So. Falsch, falsch, Flor. So muss es sein. Lass es drin, ja. Nein, ich muss. Lass ist, es, die Reihenfolge rein. Ist egal. Echt? Ja, ich kann es auch so machen. Das ist egal. Das ist ein Shapeless Crafting-Rezept. Also, Shapeless im Sinne von, die Reihenfolge ist egal. So, das können wir jetzt auch wieder encoden. Das nimmst du jetzt auch bitte wieder mit. Ja. Jetzt müssen wir ihm wahrscheinlich noch beibringen, wie er eine Mixing... Ja, wir müssen ihm wieder eine Mixing Bowl geben. So. Warum eine Mixing Bowl? Weil er die noch nicht hat. Das ME-System braucht die halt auch. So, und jetzt kannst du runtergehen. Ja. Alle Rezepte mal reinpacken. Aber wir müssen noch den Stoff... Ja, okay. Pack erstmal alles rein. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben unten sogar ein Access-Terminal mittlerweile, oder? Ja, gut, dann können wir das sogar hier unten machen. So, pack mal rein. Oben rein. Oh, ja. Salz packe ich mal kurz um. Hier, oder? Genau. Such dir eine Sortierung aus. Was ist das für ein Floor? Das heißt hier. Ja, such dir irgendeine Sortierung aus, wie du es gern haben möchtest. Was ist das hier? Das tue ich. Das Pulver dazu hier. Okay. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, bin fertig. Gut. Ah, verdammt. Nimm mal die Encoded Pattern raus, die ich hier unten auswählen gemacht habe. Nimm die mal in Hand. Ja. Und drück mal Shift-Rechtsklick. Dann löscht du das Rezept wieder. Nur so nebenbei. So, jetzt können wir hier ins ME-System reingucken. Wir können Teig machen. Bestell mal einen Teig. Ja, Teig auf Englisch nochmal. Dort. D-O-G-H. Hä, was? D-O-U-G-H. Ja, okay. So. Wenn du es hast, dann siehst du, es sollte irgendwann da sein. Wir können eigentlich mal eben... Haben wir noch Terminals? Nein. Das heißt in Klartext, wenn wir jetzt das gemacht haben, kann ich auch, wenn ich ihm das Butterrezept beibringe... Kannst du auch Butter machen. Du kannst ihm alles Salz beibringen. Ja, wir brauchen jetzt zum Beispiel Heavy Cream oder halt das Tofu. Ja, warte kurz. Irgendwas fehlt ihm gerade. Nee. Er müsste nur mal... Hast du den Teig schon direkt wieder rausgenommen? Nein. Hast du es bestellt? Nein. Ich hab doch nicht bestellt. Ich hab doch gerade eben gesagt, du solltest es bitte bestellen. Entschuldigung. So, wir brauchen einmal ein Crafting. Ich will nur mal ganz schnell, boah, Mann, wir haben ja gar nichts. Willst du mich verarschen? Wir haben echt gar nichts. So, das haben wir noch, ja. Dann... Das Ding noch. Habe jetzt zwar doppelt gemacht, aber egal. Nicht wundern, ich will gerade mal eben uns ein Crafting Terminal machen. Dass wir ein bisschen einfacher da unten arbeiten können. So. Kommst du wieder mit runter? Ja, warte ganz kurz. Dann machen wir heute mal eine komplette Theorie-Folge und Crafting-Folge. So, wie weit ist denn jetzt eigentlich das Holz? Guckst du auf Uhr, bitte? Oh, Holz ist fertig. Ich muss mal schnell nach oben. Holz ist fertig? Ja, aber wenn du jetzt nämlich mal eben reinguckst, unter Wood, er schmeißt mich immer noch raus. Das ist nämlich das Problem dabei. Weil er pumpt in diesem blöden QDS immer noch rein, auch wenn er nicht nichts mehr braucht. Das heißt, ich könnte das jetzt abgeben. Ja. Bam. Und damit übrigens so Flux-Infused Eggs. Das ist auch ein... Oh, mein... Und wieder Epic. Ja. Schon wieder dieses Jetpack. Ja, ich hab einen Fishing Rod. Ich hab wieder dieses Jetpack. Ich schmeiß jetzt die Herzen auch hier unten rein. Wir haben zu viele davon. Ja, gib die Herzen. Zu spät. So.
Wir können Slimeballs mittlerweile abgeben. Cool. Ja, das gut, ist wo? Machen wir jetzt unten weiter. Nee, abgeben im Sinne von machen. So, kommst du mit runter? Ja, ja. Übrigens, wir sind bei 20 Minuten. Ja, dann erkläre ich das nochmal kurz. Die drei Dinger, die weißt du noch, was es ist, oder? Ja, klar, das ist hier Crafting Monitor. Das ist Crafting Terminal hier, das da. Ja, und das unten. Also hier kannst du craften und das ist einfach nur zum Reingucken. Genau, so. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Guckt bei der lieben Jenny vorbei, guckt bei mir vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Be real.